Es ist mir eine grosse Freude, dass ich bereits zum dritten Mal in dem Hallenstadion den Prix SVC im Wirtschaftsraum Zürich moderieren darf. Das sind unsere Finalisten. Liebe Finalisten, ihr dürft stolz sein auf eure Leistung zugunsten eurer Firma, euren Mitarbeitenden und zum Wohle unseres Landes. Ihr arbeitet unermüdlich an der Zukunft der Schweiz. Ohne euch alle wäre die Schweiz eine ganz andere. Heute Abend kommt unser Publikum einen Einblick über, einen seltenen Einblick eben in die 6 Firmen. Eine schöne Repräsentanz aus unserer Region. Top-Firmen, komplett unterschiedlich, aber irgendwie gleich. Mit viel Innovation und Anpassungsfähigkeit, immer in der Pole Position. Wie soll sich der Prix SVC weiterentwickeln? Wir müssen wachsen. Wir sind heute eines der grössten Netzwerke, Wirtschaftsnetzwerke in der Schweiz. Dass wir das bleiben, brauchen wir neue Mitglieder. Das Zweite ist sicher das, was auch Steven Himmelsbach angetönt hat, der Dialog fördern zwischen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Eine der grossen Stärken in der Schweiz. Und das Dritte ist generationenübergreifend. Junge Generationen, Unternehmergenerationen zusammenbringen mit Erfahrenen. Wir machen das mit der ETH, der EPFL. Wo wir Start-ups zusammenbringen mit erfolgreichen Unternehmern, wie sie hier sitzen. Also so wie heute, so knapp, so emotional ist es noch nie gesehen. Langjährige Jury-Mitglieder, die das seit Jahren, wirklich viele Jahre machen, sagen, das hat es so noch nie gegeben. Also es ist wirklich sensationell. Sie haben es auch sehr schwierig gemacht, die Finalisten, da, die heute da sind. Der Sieger vom Prix SVC Wirtschaftsraum Zürich 2020 ist Zweifel Bodychips AG! Herzliche Gratulation nochmal! Ja, ich bin sehr stolz, dass wir den Preis haben dürfen. Ich bin aber vor allem auch wahnsinnig dankbar darüber, dass ich in einem fantastischen Unternehmen arbeite, dass ich die Chance zusammen mit dem ganzen Chips-Experten-Team bekommen habe, auch von den Eigentümern, über die vielen Jahre hinweg so viel zu realisieren, zu machen. Von dort her Ihnen allen ein grosses, grosses Dankeschön, wo uns hier den Preis überreichen und uns damit auch sagen, ihr macht die Sachen gut. Wir wünschen Ihnen, dass Sie ein bisschen Inspiration in Ihren Alltag mitnehmen können. Ganz gutes 2020. Schön, dass Sie da waren. Auf Wiedersehen.